Kommunikation in einem Unternehmen ist das A und O. Aber muss man für ein Meeting wirklich um die Welt jetten? Ist das ökologisch sinnvoll und noch vertretbar? Arkadin setzt mit seinem Geschäftsmodell dagegen. Echtzeitkommunikation via Cloud in Bild und Ton. Wie das gelingt und was es bringt, nicht nur für global aufgestellte Unternehmen und seine Mitarbeiter, darüber wollen wir reden. Mein Name ist Ralf Czepanski, willkommen bei The Business Debate. Helmut Noah, empfinden Sie Flugscham? Ich versuche Flugscham tatsächlich zu vermeiden, indem ich mir schon sehr genau überlege, muss ich bei jedem Meeting wirklich persönlich anwesend sein? Manchmal komme ich zu dem Entschluss, nein. Von daher trete ich diese Reise denn auch nicht an. Von daher, ich versuche es tatsächlich zu vermeiden und durch Überlegen, durch gutes Planen, und das ist mir in den letzten Jahren auch gelungen, ist, die Dienstreisen sind tatsächlich weniger geworden. Jetzt macht ja das Wort und die Idee dahinter machen ja gerade die Runde. Das kommt ja nicht ganz von ungefähr, aber muss Sie doch freuen. Ja, Unternehmen, die sich mit Video, Web, Audio Conferencing, also mit Unified Communications beschäftigen, verfolgen natürlich mit Interesse gerade die Ökologiedebatte rund ums Fliegen. Und Unternehmen werden natürlich auch wach bei diesen Diskussionen und kommen vermehrt auf uns zu. Steckt denn hinter diesem, ich sag mal, grünen Anstrich noch mehr? Ist es nicht in erster Linie der Rotstift, dass damit auch Kosten gespart werden sollen? Ganz sicher. Wenn Sie bedenken, ich nehme mein eigenes Beispiel. Ich war vor einigen Wochen in den USA, dreitägige Dienstreise. Da musste ich tatsächlich persönlich anwesend sein. Da sind Sie schnell bei einem mittleren vierstelligen Betrag fürs Unternehmen. Der Flug ist das eine, die Übernachtung ist das andere, Spesen, die dazukommen, sind ein drittes Paket. Und ja, da werden die Unternehmen schon mal wach und denken, ist diese Reise wirklich nötig oder kann man es auch alternativ lösen, eben durch die Möglichkeiten, die heute gegeben sind. Dann schauen wir mal genauer auf diese Möglichkeiten. Jetzt sind ja Videokonferenzen nicht ganz neu, aber wie unterscheiden sie sich heute von früher und welche Rolle spielt die Cloud dabei? Also Videokonferenzen sind natürlich nicht neu, die gibt es schon seit einigen Jahren. Was sich in den letzten Jahren extrem verändert hat, ist die Qualität der Lösungen, die zur Verfügung gestellt werden. Sie haben einerseits HD-Qualität im Bild, sie haben andererseits IP-Telefonie, rauschfreies Telefonieren via Web. Das zusammen ergibt eine sehr hohe Qualität bei den Konferenzen, die auch gefordert ist. Und da das jetzt auch sauber bewerkstelligt werden kann von den Anbietern, ist die Akzeptanz natürlich sehr viel höher geworden in den letzten Jahren. Die Cloud spielt insofern eine herausragende Rolle dabei, als dass die Cloud das Ganze skalierbar machen kann, beziehungsweise auch macht. Skalierbar heißt in dem konkreten Fall, wann immer mehr Bandbreite zur Verfügung gestellt werden soll, wann immer neue Software, Netzwerkkomponenten oder Hardware benötigt wird von Unternehmen, zum Beispiel durch Zukäufe, die getätigt worden sind, kann die Cloud das sehr schnell bereitstellen. Wenn Sie das on-premise lösen wollen, also in-house mit eigenen Mitteln, wird das sehr viel schwieriger und auch teurer. Und der Zeitfaktor ist nicht zu vernachlässigen. Sie müssen die Geräte anschaffen, Sie müssen die Software implementieren, Sie müssen Testläufe machen. Das alles dauert mehrere Wochen. Das will das Unternehmen nicht. Reden wir denn bei all dem vor allem von Technik oder wie weit geht Ihr Service auch? Also wir reden natürlich von Technik und Technologie, die zur Verfügung gestellt werden muss. Wir reden aber auch von Services drumherum. Einerseits muss das Ganze ja professionell implementiert werden bei einem Unternehmen. Andererseits muss es auch betrieben werden. Nehmen Sie ein Beispiel, ein DAX-Unternehmen macht eine Quartalspressekonferenz. Da will sich dieses Unternehmen keine Gedanken darüber machen, klappt das jetzt, stimmt Ton, Bild, verstehen das alle auf 5 Kontinenten? Nein, das stellen wir zur Verfügung. Da sind Dolmetscher dabei, da sind Techniker dabei, die neben den Präsentatoren sitzen, da sind Moderatoren dabei, da sind auch Leute dabei, die die Fragen von allen Usern sammeln und dann übersetzen und ins Spiel bringen. Also es ist ein ganzes Paket, ein rundum sorglos Paket, was die Unternehmen brauchen. Jetzt ist die Konzernführung, sage ich mal, immer das eine, aber die Mitarbeiter, die es dann ja auch machen sollen und die es dann betrifft, nochmal das andere. Keine Dienstreisen zu machen oder weniger, diese Videokonferenzen zu machen. Wie ist das Feedback? Also für Mitarbeiter sind natürlich diese Lösungen ein neues Tool, was dazukommt, nichts anderes ablöst, sondern was zusätzlich dazukommt, was die Möglichkeit gibt, zum Beispiel bei Homeoffice-Mitarbeitern zu sagen,
ich bin jetzt so flexibel und muss nicht hunderte Kilometer durch Deutschland reisen in die Zentrale, um zum Beispiel beim Projektteam zu sein, damit das Projekt erfolgreich bewerkstelligt werden kann, sondern ich kann in Echtzeit vom Homeoffice aus mit meinen Kollegen aus dem Projektteam zum Beispiel live an einer PowerPoint-Präsentation arbeiten, an einer Video-Präsentation, Word-Dokumente, was auch immer Sie scheren und in Echtzeit bearbeiten wollen, ist möglich. Das heißt, es ist auch eine Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit festzustellen, weil diese flexibler arbeiten können. Helmut Nohr, vielen Dank für Ihren Blick aufs Business. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Business Debate. Bis dahin.